Das haben wir Dinge, bestimmt 2000 Euro für Kids ausgegeben. Letztendlich, wenn wir zu Hause sind und kriegen dafür 8000 durch Dinges Holz. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Was kostet so ein Repair-Kit? Ich glaub 3000. Okay, RIP, Alter. Ist tot. Das Ding ist hochgehoppt auf mich draufgelandet. Ich hab's grad gesehen. Holy. Und jetzt? Igor. Der hat gesagt, dass wenn man stirbt, dass man alles sein Inventar verliert, klar. Aber die Lizenzen behältst du. Ah, okay, nice. Und wenn jemand mit einem Camouflage-Truck kommt, sollen wir wieder auf ihn schießen oder wegfahren. Ja, toll. Mit was schießen? Hat er eine Waffe da gelassen? Ich glaube, wenn er eine Waffe hätte, hätte er sie selber vor Ort gezeigt. Oh, Mann. Ja, dann wird er so einen nice Truck gehabt. So, konnten die nicht ausgeraubt haben. So, der Medik kommt nicht so. Und dann so, was ist hier passiert? Also. Da war mal jemand. Okay, 400 Meter, der muss jetzt gleich hier sein. Ich geh mal hier raus. Wo? Unter aus dem Auto. Versteck. Aus dem Versteck. Jetzt fährt er über dich drüber, so ups, Entschuldigung. So tock, wegwisch. Ja, es sind sogar zwei Medics. Okay. Die müssen auch mal Reifen reparieren. Ja, hallo. Beste. Alles sind drei online und zwei kommen zu mir. Dann ist klar, dass es eine halbe Stunde dauert. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das war voll der Unfall. Das Auto. Ich weiß nicht. Ist irgendwie Bestie. Das ist irgendwie Bestie. Ist losgegangen. Ist auch. Ah, ich lebe. Ich bin unterm Auto. Hallo, der. Hören Sie mich? Hallo, ich bin noch etwas schwach um meine Körper. Wie geht es Ihnen, Dr. Cody Andres? Vielen Dank für die Rettung in letzter Sekunde. Das Auto hat mich kaputt gemacht. Ich repariere komische Reifen, Auto macht Hüpf und auf mich drauf. Warum ist da ein Bett auf einmal? So, legen Sie mal hin. Am besten auf die Trage. Okay, Moment, ich bin nicht gewöhnt auf Schlaf im Bett. Ich daheim tue ich immer auf Boden schlagen. Du musst bestimmt interagieren. Fuck, Alter. Untersuch sie mal eben, ne? Wenn irgendwo wehtut, Sachen. Fehlt mir irgendwas, oder? Außer, dass ich gerade tot war. Schau, tut's weh, wenn ich jetzt die Beine abtaste. Alter! Nein, ist alles okay. Ich bisschen Blutspritze überall, aber sonst gut. Ja, ah, hier tut's weh, hier tut's sehr weh. Was machen Sie mit mir? Nicht kaputt machen, ich brauche noch. Hier weh. Ja, da, hier tut's weh. Ist richtig hier Bauch schlimm. Haben. Ne, da geht. Bauchweh. Nein, alles gut. Ich nicht haben Bauchweh. Das geht? Ja, da, okay. Alles gut. So, und hier? Das geht auch. Ja? Alles gut. Okay. Alle bewegt es sich sogar mein Mund, wenn ich rede. Meine erste Diagnose wäre halt, ne, Verschürfwunden und eben eine. Alter, wenn ich meinen Hals angucke, denke ich, dass mein Genick gebrochen ist. Okay, ich werde Ihre Blutungen hier mal behandeln, ja? Also kriegen Sie auch noch eine kleine Infusion. Also. Ich stecke mal eben einen Zugang, ja? Das piekst jetzt ganz kurz. So. Ich kann nichts haben gegen Faust. Zugang, aber mein Arschloch bleibt Ausgangsloch und nicht Eingangsloch. So. Hat gar nicht groß weggetan. Okay. Da, ich habe nichts gespürt. Gut, kriegen Sie mal eine kleine Infusion. Oh, das tut gut. Da, sehr angenehm, sehr angenehm. Alter, guck mal, da ist sogar so ein Ding, Alter. Ja, Mann. Krass. Alter, mein Hals sieht so ein bisschen gefrackt aus. So, was ist hier nochmal genau passiert? Ja, ich wollte das Auto reparieren, weil ich gegen... Da war auf einmal Stein, der war vorher nicht da. Und dann ist mein Autoreifen kaputt gegangen und dann habe ich den repariert. Und dann ist Auto irgendwie von Wagenheber gerollt und mir auf Kopf. Okay. Das war's. So, sieht schon besser aus. Wo drehen wir mal deinen Hals so komisch hin? Sehr. Hey, Doc, schauen Sie mal Ihren Hals, seinen Hals an. Der ist, glaub ich, gebrochen. Nee,
guckst du es so an? Brauchst du nicht so eine Halskrause oder so? Weil ich glaube, so war der vorher nicht. Jojo. Jojo. Moment. So mit dem Kopf, mit den Augen in der Schulter drin. Alles okay. Kollege. Was macht der da hinten? Der guckt mit Fernglas rum. Ich bräuchte einmal den Stiffneck aus dem Auto, ne? Der Stiffneck aus dem Auto. Was? Da brauchst du Stiffneck aus dem Auto. Apularium mitbringen, ja? Das Apularium. Junge, der Kollege bringt die. Jetzt Stiffneck. Das Apularium. Was ist das? Ich habe das noch nie gehört. Alles klar. Ich glaube, mein Freund braucht noch eine Darmspiegelung. Ich weiß nicht. Nein, darum alles in Ordnung. Darm bleibt Ausgang, kein Eingang. Kern sind im Ventilator, oder wie das Ding hieß. Könntest du mir gerade noch merken, aber dein letzter Funkspruch war, da ist alles weggegangen. Alles klar, ist ja alles hier nur zum Rücken. Ich glaube, da war die Homo-Truppe. Achtung. Ich heb ihr den Kopf ganz kurz an. So, ich drücke ganz kurz. Ich brech weg. Ah, der guckt mit Fernglas in dich rein. Also, ich würde ihnen dann jetzt ihren Unterarm, ja, den linken, würde ich ihm jetzt schienen. Da, schienen ist gut, ich mag Züge. Es kann halt sein, dass es halt ein bisschen wehtut, ne? Deswegen würde ich ein kleines Schmerzmittel verabreichen. Sie können mir auch große Schmerzmittel verabreichen. Das kostet Sie allerdings eine Kleinigkeit. Deswegen sind Sie Drogendealer oder was? Nein, Schmerzmittel werden von der Krankenkasse hier nicht übernommen. Ich habe keine Krankenkasse, somit ich auch nichts übernommen. Das ist alles klar. Ich habe trotzdem ein kleines Schmerzmittel. Ich brauche kein Schmerzmittel, alles gut. Okay, also ohne Schmerz. Du bist ein Händler, oder was? Verkauft der Schmerzmittel? Immer noch so eine kleine Alter! Salbe. Ja, warum steigst du mir auf Kopf drauf? Kopf kaputt, nicht auf mir drauflaufen! Ich bin hier nicht auf den Kopf drauf gestiegen, ich bin hier nur einmal rübergetreten. Hier ist so ein dicker Stein, das bringt nicht raus. Arm tut richtig weh. Stopp, ich brauche ein Schmerzmittel. Bitte, schnell. Gleich vorbei. Nicht vorbei, ich mach gleich dein Leben vorbei. Gib mir Schmerzmittel. Lassen wir auf. Der Arzt beatmet sie noch. Tut mir leid, ich bin etwas krantig, weil Auto kaputt meinen Kopf gemacht hat. Sorry. So, ich hab jetzt mal den Unterarm geschient, ja. Okay. Na, fühlt sich sehr gut an. Okay, der Kollege nimmt hier gerade die Infusion ab, ja. Und ich sehe nur, wie er rumguckt mit Fernglas in meinen Körper. Ich hab mir einmal ihre Handadern angeguckt, die sehen ganz schön weiß aus irgendwie. Ganz schön weiß aus. Was, Alter? Ah, jetzt steigt er auf meine Eier drauf, Alter. Nicht über mich drüber laufen. Warum sind Arme weiß? Nicht gut. Du bist ein richtiger Übersteiger. Okay, danke. Aufstehen tun sie. Escapen sie mal von der Liege, bitte. Escapen sie mal. Wieso? Ist sehr angenehm, diese Liege. Ich könnte brauchen ein paar, vielleicht 3-4 Stück für Elternhaus in Kasachstan, weil wir haben keine Bäder. Ja, aber die Liege, ne? Ist mit den Zwecken der. Die kommt doch wieder mit uns. Okay, sehr schade. Wenn Sie mal ein paar haben zum Verkaufen, ja, Sie melden sich bei mir, Igor Wotschenschen. Vielen Dank. Alles klar. So. Ihrem Auto geht soweit wieder gut, ne? Ja, ich habe ja repariert und dank war, dass mein Kopf kaputt war. Sehr, sehr komisch. Wagenheber war vielleicht nicht ordnungsgemäß platziert hier auf dem Sand. Vielleicht. Okay, so, brauchen Sie jetzt kein Schmerzmittel? Nein, ich brauche keins. Alles gut, vielen Dank. Sie haben sehr gut Arbeit gemacht, Ihre. Dann ist gut. Falls noch was sein sollte, melden Sie sich im Krankenhaus, ja? Oder rufen uns. Alles klar, dann Ihnen okay. Alles Gute. Vielen Dank, gute Fahrt und ja, Prost wie dann, ja. Tschüss. Zurückwärts in den Truck einfach.
so beim Auspacken, so, hey, sie war doch vorne, nicht da.